Guten Morgen, ihr wundervollen Geschöpfe an diesem Donnerstag. Gibt's heute ein Donnerwetter oder vielleicht doch das große Glück? Mal schauen, was die kollektive Energie hier so mitzuteilen hat. Sie stellt sich heute wieder etwas schwierig dar. Gibt heute nichts mitzuteilen. Ihr seht jetzt 3 Minuten Mission mit Cheyenne. Wir haben das Schiff. Ihr macht sich etwas also langsam auf den Weg. Langsam und gemächlich. Da haben wir das Thema Geduld wieder. Wir wollen heute nicht. Ja, 3 Minuten Mische mit Cheyenne. Wie mischt man richtig Karten? Dankeschön. Sehr gnädig von euch, dass ihr auch mal aufwacht. Wir haben den Schlüssel. Eine alte Tür möchte hier geschlossen werden. Es möchte durch eine neue durchgegangen werden. Und wir haben den Baum. Ja, dein Leben, deine Wurzeln, dein Standpunkt. Vielleicht sogar dein Standort. Und wir haben hier mit den Mäusen einen Mangel. Normalerweise würde ich ja sagen, an was knabbern die Mäuse? Knabbern die Mäuse hier gerade an deinem stabilen Halt? Wenn ich mir die 3 der Schwerter hier angucke, ist hier auf jeden Fall noch etwas zu erledigen, etwas loszulassen, Schmerz zu durchlaufen. 10 der Schwerter, notwendiger Schlussstrich. Also erst kommt die notwendige Einsicht, dann kommt der notwendige Schlussstrich. Also der Donnerstag doch ein Tag des Donners. Aber danach kommt der Narr. Einmal auf den Status 0. Neuanfang. Ja, und mit dem Rad des Schicksals ist das Glück an deiner Seite. Das heißt, du wundervolle Seele, wenn du hier noch etwas loslassen solltest, dann mach das jetzt. Die Gelegenheit ist da. Das Ass der Stäbe kommt mit ins Spiel. Deine Initiative wird hier verlangt, weil hier ist eine Karma-Auflösung. Der Hermit, die Innentau, der Teufel, irgendwer tanzt hier noch auf deiner Nase rum. Ass der Münzen, Chance auf Glück, die Justice bringt Gerechtigkeit. 6 der Kelche, die Karte der Erinnerung und die Karte der Freundschaft. Vielleicht ist es auch Zeit, mal wieder Freundschaften zu pflegen. Ja, und mit der Sonne wird es hier natürlich einfacher. Und mit den 7 der Schwertern kommt auch in dieser Zeit, vielleicht im Sommer, auch die Jagd nach deinen Sehnsüchten wieder zum Vorschein. Das heißt, dass du dann auf die Pirsch gehen kannst, nach allem, was dein Herz und dein Verstand begehrt. Aber erstmal loslassen.